contraption. Bobby, I was born and raised in a son. Bobby, talk, get kidnapped, son. Bobby, I don't really know why I rap, son. Ay, money in the bay, yeah, I got some. Ay, couple sports cars, yeah, I bought some. Ay, logic never flex, Bobby, get it done. Ay, yeah, y'all don't really know where I come from. Come now, talking that, I'ma come for him. What's good? Tell me what you really know about me right now. Anything I want, I get it somehow. That, kiss that, give me the hands like John the Baptist. Ready to rip it, a hoof and a catch. It's greatest alive like I'm cautious. I put them all in a, they can't seem to get past it. I'm a, they master the flow. And none of y'all ready for the massacre though. When Dodger get asked to know. Matter of fact, it's not impossible, just highly improbable. Like saying the police is a, well, I'm liable to walk up in a station in blue face. Like the police, blue lives ain't a race. Whoever said this rap was never a race. This a marathon, a marathon. And carry on, claiming that you really got. You got your gym carry on. Liar, liar, I'm Mike, yeah. Number one till I die, will never retire. I am the Messiah, I am the God of the God of. This is how we do it, yeah. I started, started, yes, I started, started. That rap, this, that, Bobby. This world is my contraption, Bobby. I was born and raised in a son, Bobby. Talk, get kidnapped, son, Bobby. I don't really know why I rap, son. Ay, money in the bay, yeah, I got some. Ay, couple sports cars, yeah, I bought some. Zum 272. Mal treffen der FC Zürich und GC aufeinander. Und im Vorfeld von dieser Partie liefern sich die beiden Mannschaften ein virtuelles Duell. Und zwar machen das auf der einen Seite für GC der Petar Pusic und auf der anderen Seite der Kevin Rüegg für den FCZ. Schön, sind ihr bei uns. Gerne. Jetzt die Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz herzlich willkommen hier zu dem Konsolenduell, das wir live übertragen. Und für euch daheim ganz wichtig, macht mit, stellt die Fragen an die beiden Herren, die ihr habt, sei das zum Fußball, sei das zum Gamen, überall. Und ihr könnt etwas gewinnen. Und zwar sind das zweimal zwei Tickets, passend zu dem Derby, natürlich auch zu dem Derby vom Sonntag. Was ihr müsst dafür machen, ist einfach in die Kommentarspalte hineinschreiben, wer denn das Duell gönnt im FIFA 19 von diesen beiden, Petar Pusic oder Kevin Rüegg. Schreibt einfach den Namen in die Kommentarspalte hinein. Ihr könnt bis zur ersten Halbzeit von diesem Duell tippen. Und unter all denen, die richtig tippen, verlosen wir dann eben einmal zwei Tickets. Und im zweiten Duell auch nochmal einmal zwei Tickets. Das wird dann ein Duell sein. Ohne Regeln, ein bisschen spezielleres Duell. Und ja, wir sind gespannt, wer sich da durchsetzt. Kevin, ja, zuerst die erste Frage an dich, die natürlich deine Gesundheit betrifft. Ja. Du hast dich da verletzt im rechten Knie. Hast dir einen Teilriss zugezogen im Innenband. Wie geht es dir jetzt? Ja, es geht mir mittlerweile viel besser auch schon. Es sind zwei Wochen jetzt her, die dritte Woche ist umlaufen. Ich bin wieder mit dem Reha-Trainer jetzt seit 3 Tagen mit dem Ball am Arbeiten. Und ja, wenn es so weitergeht, bin ich auf einem guten Weg, dass ich ja, vielleicht nächste Woche schon mit der Mannschaft mittrainieren könnte. Aber so für einen Einsatz diese Saison könnte es eng werden? Nein, das kann ich jetzt, würde ich jetzt nicht ausschliessen. Es ist alles offen. Und ja, ich würde sicher gerne nochmal für die Mannschaft können, diese Saison oder jetzt die Hinrunde auflaufen. Apropos Einsatz, Petar, bei dir sieht es jetzt vielleicht noch etwas besser aus das Wochenende. Der Raphael Holzhauser hat sich ja verletzt. Bei GC, da könntest du zum Zug kommen am Wochenende? Ja, die Entscheidung liegt schlussendlich dann beim Trainer. Ich gebe immer mein Bestes, ich gebe immer das Beste für den Verein und wenn es zum Einsatz kommt, dann gebe ich 150%, dass wir das Derby können für uns entscheiden. Ja, du hast letzte Saison hast eigentlich einen Stammplatz gehabt und jetzt in dieser Saison gegen St. Gallen keinen Einsatz gehabt, gegen Xamax eine Minute gespielt. Also jetzt spielst du ein bisschen weniger. Wie ist die Situation jetzt für dich? Ja, man lernt in der Karriere mit verschiedenen Situationen umzugehen. Wenn ich jetzt halt weniger spiele, heisst nicht, dass ich eine schlechtere Karriere wegen dem wird haben. Und von dem her, ja, lernen und einfach weiter in Vollgas geben. Reden wir ein bisschen über das Derby, das ansteht. Kevin, wie ist das? Wie muss man sich das vorstellen, das Zürich-Derby? Ist das eigentlich einer der wichtigsten Matches, der in der Saison ansteht? Ja, sicher eines der wichtigsten Spiele für uns Spieler, also für uns Zürcher Spieler. Man hat wirklich das Gefühl, wenn man spielt, ist die ganze Stadt nur auf die 90 Minuten fokussiert. Alle sind an dem beteiligt und ja, wir wollen es unseren Fans dann recht machen und das Spiel natürlich für uns entscheiden.
Detox ist das ähnlich. Ja, auf jeden Fall. Das ist der Traum von jedem kleinen Bub, der in Zürich aufwächst. Und ja, wir sind eine von den Glücklichen, die das dürfen spielen. Ja, und jetzt natürlich passend zu dem Ganzen, werdet ihr nachher auch mit der Mannschaft der FCZ und GC euch miteinander duellieren. Wie sieht das eigentlich so aus im Game? Ist das etwas, was ihr regelmässig macht? Ja, bei mir schon. Ich habe viel Zeit jetzt, wo ich nicht mehr arbeite. Und ja, daheim gibt es dann schon ab und zu ein paar Duelle gegeneinander. Auch schon gegen ihn gespielt. Okay. Und wie sieht die Bilanz aus? Ja, das muss ich sehr sagen. Ja, ist eigentlich recht ausgeglichen. Ja. Okay. Ja, ist recht ausgeglichen. Aber heute kommt es natürlich darauf an, wer geht. Genau, heute ist wichtig. Und ihr kennt euch ja auch schon ein bisschen von der U21 Nazi. Ist das auch ein Mittel, wo man so ein bisschen die Freizeit vertreiben? Auf jeden Fall, ja. Es sind schon ein paar Stündchen dann in einer Woche im Zimmer, wo wir gegeneinander spielen. Okay. Wie sieht es eigentlich bei GC aus? Wer ist da so ein bisschen der beste Gamer in der Mannschaft? Was würdest du sagen? Ja, wir haben schon ein paar, die gerne spielen. Und ich gehöre sicher zu denen, die es nicht schlecht kann, sage ich jetzt mal. Okay. Ob ich jetzt der Beste bin, weiß nicht, haben wir kein Turnier gemacht, aber ja, ich kann es schon gut. Ja. Okay, Kevin, wie sieht es beim FCZ aus? Ja, es ist das auch ein bisschen aufgeteilt. So, jeder hat so seine Kategorie von Games. Ein paar Arenen, so bei Baller Games, Call of Duty und die anderen FIFA. Aber ich denke auch, dass ich mit FIFA zu einer der Besten gehöre. Also da haben wir ja eigentlich perfekt, haben wir euch beide Niveau, ja. Eingeladen, oder? Ja, dann würde ich sagen, startet ihr doch mal, nehmt den Controller in die Hand. Wir schauen mal, was da dabei wird rauskommen. Eben der FCZ hat ein bisschen schwächer eingestuft als GC, ist das schon? Finde ich auch ein bisschen eine Frechheit, aber hat sicher damit zu tun, dass wir aufgestiegen sind im Sommer und ja, darum ist also es ist eigentlich recht ausgeglichen. Ja, also, ja, aber ist das allenfalls schon ein mal eine Grundlage für eine Ausrede, wo man da aufbauen kann, Kevin, oder? Ich bin grundsätzlich nicht so der Typ, der Ausreden bringt. Okay. Das sehen wir dann einfach nach 90 Minuten, wie viel das steht. Und Petar, du bist ein bisschen unter Zugzwang, jetzt will er ein bisschen besser sind, oder? Nein, nicht unbedingt. Das sind kleine Details, wo vielleicht ein Spieler 1% besser ist als ein anderer. Aber das stimmt, macht nicht viel aus. Ich sehe jetzt gerade bei der Aufstellung, es sind beide noch drinnen. Also ohne euch würden sie nicht spielen, oder? Nein, vor allem heute nicht. Das muss ich natürlich. Okay, also da hat es keine Überlegung gegeben, bei dir, Peter, dass du allenfalls einen anderen durch dich ersetzt? Nein. Kommt nicht ins Spiel. Und ich kenne mich, also ich habe schon genug mit mir gespielt und ich kenne Stärken vom Spiel. Was ist das eigentlich? Auch mal so ein Traum von einem, weil es ist doch ein Game, das ja einem in der Jugend begleitet, dass man mal das Ziel hat, ja, ich will auch mal mit mir selber spielen. Das ist sicher so. Ich bin ja jetzt das zweite Jahr in FIFA drin. Und ja, als ich das erste Mal drin war, hatte ich natürlich eine riesen Freude gehabt. Gerade das erste Spiel mit mir gemacht und dann gleich ein Goal machen. Das war eine riesen Freude gewesen. Wie ist es bei dir, Peter? Ja, ist schon speziell, wenn man sich plötzlich im Game drin sieht. Aber ja, man gewöhnt sich einfach dran mit der Zeit. Und eben, der Spieler ist jetzt am Anfang noch so schlecht und hat gar nicht so gross Freude, ja, um mit dem Spielen, weil der kann sehr wenig. Okay, also noch ein bisschen Anreiz, damit man noch ein bisschen besser wird, auch im Game. Genau, ja. Also ich bin ready. Gut, ich Kevin auch, ist ready, Peter auch. Gut, wie gesagt, für euch daheim ganz wichtig. Schreibt jetzt in die Kommentarspalte rein, wer gewinnt das Duell, der Petar Busic oder der Kevin Rüegg. Bis zur ersten Halbzeit könnt ihr abspielen, ganz fair, noch ein Shake Hands. Ja, jetzt noch vor dem Spiel. Was ihr gewinnen könnt, sind Tickets, und zwar für das Derby am Wochenende. Wo ihr natürlich gerade rechtzeitig werdet heimbekommen. Eins machen, Mann. Ey. Gut, also da beim Einwärmen sind wir. Dann hast du schon parat. Gut, dann. Guten Match. Wie sieht es aus? Ist schon ein bisschen Nervosität rum, oder? Ja, man sieht, die Netze ist voll. Leicht angespannt. Es wäre natürlich auch schön, wenn das am Wochenende so wie aussieht, wenn das letzte voll wäre. Ja, auf jeden Fall. Natürlich, ja. Machen wir. Da muss ich auch noch etwas einstellen. Dass das fair ist.
Sehr gut. Gut. Dann guten Match, Joy. Danke vielmals. Passend zum letzten muss ich jetzt natürlich euch noch fragen. Kevin Rasch, am Wochenende ja die Abstimmung zum Stadion. Das ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen, oder? Ja, sicher. Für uns Spieler natürlich sicher ein mega schönes Gefühl, dass wir wieder ein Stadion können haben hier in der Stadt. Ein richtiges Fußballstadion. Und ja, jetzt schauen wir, wie lange es dann geht, bis es wirklich gebaut wird und nachher dann auch steht, schlussendlich. Mhm. Peter, du siehst es wahrscheinlich gleich, oder? Ja, ich sehe es natürlich gleich. Zürich braucht ein Stadion und es ist Zeit geworden jetzt natürlich. Man rechnet ja noch mit Verspätung und so, aber wichtig ist, dass es einfach mal kommt, weil das braucht einfach unsere Zukunft in Zürich. Mhm. Was ist schon der erste gefährliche Angriff da? Yes, hey! Dog! Das ist schon lange. Ah, Mann, ich bin gut rausgeschrieben. Der Robi, er ist zu stark in FIFA. Ist das noch etwas, was du gerne machst, dann nochmal Wiederholung anschauen, vielleicht nochmal den Gegenspieler ein bisschen provozieren? Nein, ich kann mich nicht provozieren. Okay, ja, dann kann ich das laufen lassen. Also Peter bleibt da cool, nicht aus dem Konzept bringen lassen? Nein. Ja, ist natürlich noch nicht entschieden, aber ist schon mal wichtig, das heisst nur. Guter Pass. Ja. Wir sind jetzt gespannt, wie sich das dann auf Kommentare auswirkt, ob da die Spieler jetzt plötzlich mehr auf den Kevin tippen. Ja, jetzt ist natürlich einfach, nach dem 1-0 schon vielleicht ein bisschen mehr Tipps auf meiner Seite. Ja, aber Spiel... Ach, alte Weisheit geht ja 90 Minuten. Ja, das stimmt. Vorher beim Einstellen vom Ganzen, was habt ihr euch dort überlegt gehabt, taktische Einstellungen? Ja. Vamos, Jeff! Meine... Ja, da ist der Ausgleich, da ist der Ausgleich. Vamos! Man kann nichts machen da. Am Tanzen. Also jetzt, genau. Jetzt lässt du auch deine Zeit, he, beim... Nein, ich bin da. Ohne Provokation. Alles klar, okay, alles klar. Kevin, vielleicht erzähl noch mal rasch mit der taktischen Einstellung, wie das aussieht. Ja, ich habe einfach geschaut, dass die besten Spieler, oder ich schaue eher ein bisschen auf die schnellen Spieler, dass die spielen sicher. Mhm. Und ja, dann werde ich jetzt nicht meine Taktik verraten. Okay. Opa. Halt, ist dich da bedeckt. Ja. Peter, wie sieht das aus? Was hast du für Leute aufgestellt bei dir? Bitte. Nur schon. Gut. Ja, eben. Das sind alles jetzt Details bei den einzelnen Spielern, aber grundsätzlich sind da jetzt alle eigentlich auf dem gleichen Niveau. Und von dem her, mir ist jetzt einfach wichtig, dass ich jetzt spiele. Da. Ja. Und den Rest habe ich einfach angepasst. Okay. Also da bist du. Ich mal drauf gegangen. Da bist du schmerzlos gewesen. Da hast du jetzt nicht geschaut. Ei. Welche Kollegen da Kollegen das spielt keine Rolle, spielt keine Rolle. Und schlussendlich muss der Trainer ja die Besten aufstellen, oder? So ist es ja. Also. Da ist schon mal. Schnell auf Konter. Foul, Mann! Jetzt musst du schauen. Wie sieht es eigentlich aus vorher? habt ihr irgendwas gewettet? Wer gönnt, bekommt ihn zur Nacht oder ist da irgendein Wett gefallen? Nein, jetzt eigentlich noch nicht. Nein, dich nicht. Also. Mal etwas überlegen. Okay. Bestrafung ist genug, wenn man verliert, das sehen alle da. Es geht um mehr. Habt ihr irgendwie von den Teamkollegen noch etwas mit auf den Weg bekommen? Nein, eigentlich grundsätzlich bin ich ja der, der eigentlich die meiste Erfahrung hat. Hier. Ja. Mit ein paar anderen jungen Spielern. Okay. Und ja, auch. Das hat eigentlich schon so gehabt. Okay, Marco. Ecke. Gut. Peter, du hast noch ein paar Wünsche von deinen Mitspielern auf den Weg bekommen heute. Jeder hat mir einfach gesagt, dass er sich in der Startformation wechselt. Aber leider spielen die ja nur 11.
Von dem her. Gerade ja, du, wo der Eckball tritt, hä? Ja, fast. Ah, da haben wir schon einen Goalie. Ja, und ich breche sicher. Ja. Das ist schwierig. Ich kann noch nicht ganz auf das, was ich will, aber es kommt schon noch. Guter Pass. Super weitergeleitet, Bro. Nein. Ja. Ein bisschen mehr wie 30 Minuten sind gespielt. Also Fazit kann man sagen, es ist recht ausgeglichen, oder? Ja, bis jetzt schon. Das Niveau ist noch nicht ganz so gut, aber es kommt dann schon noch hoffentlich. Dai Dudu, yes. Aber was ist das für ein Für euch daheim noch mal ganz wichtig. Jetzt haben wir noch etwa 10 Minuten im Game inne. Come on! Nein! Yes! Wichtig, Mann. Was macht er? Zum den richtigen Sieger tippen. Kevin Rüegg für den FCZ oder Petar Pusic für GC. Schreibt den Namen in die Kommentarspalte rein. Unter all denen, die mitmachen und richtig tippen, verlosen wir dann einmal zwei Tickets für das Derby am Wochenende. Am Sonntag am 4. im letzten Grund. In den Ball. Ja, komm, geh. Abseits. Komm, Robi. Das hat nach Abseits geschmeckt, aber. Eiskalt. Nein! Yes! Bravo, Heinzi. Zweite Chance, die muss er einfach machen jetzt. Heinzi ist präsent heute. Ich hoffe, das wird nicht bestraft. Gut. Das ist, wer sie vorne nicht macht, gell? Ja. Das kennt man gut auch in FIFA. Geh, Nabi. Grande Kevin, echt gut. Also, Barcelona zusammenspiel. Uiuiui, gegen den Stag lassen. Achtung. 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 Was für ein Kopfball, wie man es kennt von mir. Zwei Minuten Nachspielzeit noch. Hey, noch die Chance, zum 2-1 machen vor der Halbzeit. Nein, Mann. Aber auch da, Janik Brecher sicher. Ja, den siehst du selber. Nein, der ist Pause. Gut, erste Fazit von euch, Kevin. Ja, am Anfang eigentlich gut gestartet mit dem 1-0. Nachher ja, konstant immer ein bisschen mehr nachgelassen, aber ich schaue, dass ich in der Pause anspreche, ein paar Wörter kann zur Mannschaft bringen, damit man sieht, dass ich in der zweiten Halbzeit besser bin. Peter, bei dir? Ja, bitter in Rückstand geraten, aber gut Resultat aufgeholt und jetzt Vollgas weiterpressen in der zweiten Halbzeit. Müsst ihr irgendeinen auswechseln da von euren Mannschaftskollegen oder Stein abgefallen? Nein, noch nicht erst, wenn es mit den Konditionen ein bisschen schlecht ist. Ja, genau. Okay. Ja gut, dann gehen wir mal weiter. Peter, du bist auch noch zufrieden mit deinen Mannschaftskollegen? Musst niemanden setzen? Nein, ich muss auch noch niemanden wechseln. Oh je, es geht schnell da, hä? Schnittstelle. Das war ganz wichtig. Also wenn dem jetzt den Pass spielen willst, dann weiss ich echt auch nicht. Aber look. Bro, schlussendlich. Nimm, ja, Champi, bravo. Ja, gut, Pressing ist jetzt auch nicht so der Fall, hä? Peter, eine Frage an dich, die wir bekommen haben von einem Zuschauer. Jetzt gerade noch schnell. Eieieiei. Vamo! Yes, doch! Da ist das 2-1. Oberfehler. Bravo, Marco! Dann lassen wir mal schnell eine Wiederholung laufen, damit vielleicht die Zuschauer noch mal da die Chance haben, um sich das Goal anzuschauen. Aber natürlich nur eine Wiederholung. Wir haben da. Sensationell. Das war 2-1 gewesen. Petar, die Frage, die reingekommen ist, und zwar vom Jovan Retter. Er fragt, wie lange spielst du schon FIFA? Ja, recht lang. Sicher schon seit ich 10 bin, plus minus. Okay. Und wie viel. Ja, wie kann man sagen, ist das täglich, wo du da spielst? Nein, nicht täglich, aber sicher jeden zweiten, dritten Tag schalte ich mal PS und schalte ein bisschen ab. Glaubst du das, Kevin? Ich habe ihn als Kollege auf PSN und
Ja, doch, doch, stimmt schon. Stimmt's, ja, ja. Gut, gut. Jetzt habe ich schon gedacht. Nein, der letzte Pass. Jetzt ist es umgekehrt, ja. Vorher in der ersten Halbzeit der FCZ in Führung war. Ah, den sehe ich dann. Ja, Ui, bravo, Nabil! Jetzt macht er noch Faxen. Jetzt wird zaubert. Nein. Da habe ich ihn gesehen. Ist das schon ein bisschen Übermut zu spüren? Peter, aber fangst du an zu zaubern? Da? Nein, aber. Es ist halt einfach so. Ja, es ist einfach so. Das Publikum hat nicht mitgerissen. Nach dem 2-1. Die Leute, die jetzt hier am Schauen sind, denen willst du auch etwas bieten, oder? Ja, natürlich. Ja. Selbstverständlich. Bam, da diese Maschine. Das wird schwierig, an dem vorbeikommen. Uiuiui, sorry. Hey, sorry, bitte einfach kein Rot. Ich muss schnell wechseln. Und da gibt es den ersten Wechsel. Gut, was passiert jetzt? Der junge Suka-Chef kommt rein. Kann sicher noch mal frischen Wind reinbringen. Chef-Rennt schon müde? Ja. Nein, nicht müde, aber eben, der Suki bringt sicher noch mal ein bisschen Pace ins Spiel rein. Gut, ich muss ein bisschen offensiver spielen. Ich muss die Formation ändern. Mhm. Dann kommt das hoffentlich ein bisschen schneller mit dem Ausgleich. Aber noch kein Wechsel? Noch nicht, nein. Gut, gut. Okay, ja, ist gut. Scheiße. Natürlich hat er jetzt noch eine geile Karte bekommen, nachher besser. Zur Sicherheit. Gut, eine weitere Frage an Peter vom Tolga Cimen. Mit welcher Mannschaft spielst du am liebsten im FIFA? Das ist natürlich Barca. Ey, was? Weil sie sehr ballsicher sind und schnell sind. Und das ist eigentlich der Fußball, den ich präferiere. Und von dem her spiele ich gerne mit ihnen. Und jetzt kommt natürlich. Nein! Aber was macht Ui, der Adi? Ei. Adi. Kevin, da musst du mit dem Adi musst schimpfen, muss ich, oder? Muss ich noch reden nachher. Ja. Also, das leere Gold, das ist verschenkt, ne? Klar, ja. Aber Hauptsache kommt zur Chance jetzt. Peter, ist in dem Fall auch deine Lieblingsmannschaft, Barca? Ja, so ist es. Ja. Dann haben wir nochmal eine Frage von Chris Brown. Der richtig? Ja, das weiss ich jetzt nicht. Das können wir jetzt nicht abschliessend auflösen. Spielt ihr auch FIFA oder sonst noch etwas anderes? Nein, aber wie gesagt, vorher ein paar, die Ballergames noch spielen und dazu gehöre ich auch. Ich spiele auch Call of Duty noch und Fortnite, das wo eigentlich alle kennen. Ja. Und bei dir, Peter? Ja, ich spiele Fortnite ab und zu noch mit Kollegen. Aber sonst schon grundsätzlich FIFA. Mhm. Das erste Gewinnspiel ist abgelaufen. Es läuft ja bereits die 72. Spielminute. Ihr könnt aber nachher im zweiten Spiel nochmal mitmachen. Nochmal tippen. Nochmal Tickets gewinnen. Einmal zwei Tickets für das Derby. Wieder so ein Grobe. Am Sonntag. Suki! Nein, Mann! Im Training sitzt er immer noch. Macht er ihn normalerweise, oder? Ja, der macht er normalerweise. Aber gut, eben, Training ist nicht das gleiche. Jetzt voll das letzte Grund und die Anspannung ist halt ein bisschen höher. Ja, so ist es. Eben, ist jung, aber lernt dann schon mit diesen Situationen um. Hey, nein. Bitte da. Probieren. Zauber. Fall, Schiri. Hey. Nein. Gut, aber schau, was die machen. Wir haben eine weitere Frage vom André Merz. Kevin, wie sieht dein Tipp aus für den Sonntag? Ja, ich tippe auf... Sei sicher für GC, oder? Ja, ich glaube schon. Nein, ich denke, es ist 2-0 für uns. Und wäre auch wieder mal gut, wenn wir zu 0 spielen. Und wäre auch das gleiche Resultat wie schon im ersten Derby von der Saison? Das würde mir lange. Peter, du siehst das ein bisschen anders, oder? Ja, aber das sehen wir dann am Sonntag.
Ja, schade. Hat mich gefreut. Uiuiuiui. Ah, jetzt ist es. 3-1. Wer hat das Goal geschossen? Nikola Sukacev. Du hast gesagt, er wird noch lernen. Ja, ich bin ein guter Trainer, ich hasse ihn dafür. Kevin ist gelaufen, oder was? Ja, es laufen noch 8 Minuten, aber... Aber jetzt musst du umstellen, oder? Jetzt muss ich offensiv agieren. Ja, ich muss auch noch schnell. Sehr offensiv, okay. Allenfalls eine Dreierkette, oder? Ja, ich schaue, dass ich einfach die Flügel ein bisschen nach vorne ziehe. Ich tue den Camber auf 9. Dass ich auf Konter spielen kann. Und Matteo Matic muss natürlich auch noch ins Spiel reinkommen. Schau, damn. Doch, einen Wechsel würde ich jetzt sicher machen. Schön bei zum Einsatz. Schön bringen, aber als zusammen. Und ein bisschen offensiver. Und es geht. Nein, ist eigentlich. Ja, gut, das langt mir eigentlich schon. Gut. Geht die Hoffnung noch nicht aufgeben? Nein, sicher nicht. Darf man nicht. Sonst wird es nur noch schlimmer. Hinten raus. Gut, gut. Sind Wechsel schon gewesen, oder? Jetzt ist gerade noch nicht passiert, noch nicht gewechselt worden. Nein, ist im Spiel drin. Hey, Penalty! Ja. Schiri, ja, Matteo Matic, junge Goli. So, jetzt der Wechsel. Schön bei Marquesano. Ja. Camber für die Uricin bei GC. Und Matic für Lindner. Oh, ja. Uiuiui. Jetzt wird es noch mal heiß im GC-Strafraum. Nein, aber die Annahmen sind doch einfach eine Frechheit. Bravo. Das muss man noch mal üben im Training. Das muss man noch mal üben. Das muss ich klar noch mal anschauen, ja. Nein. Gut. Easy Jungs, intelligent spielen. 90 Spielminuten. Da drehst du ja durch, Mann. Nein. Wenigstens noch einer, komm. Nein. Lass ich mir nichts mehr anbrennen da. Meinst du? Nein. Okay. Aber auch wenn, die 3 Bohnen sind wichtig. Von dem her, das Resultat ist nicht wichtig. Aber ich bin auch. Gerätst doch rein. Die 3 Bohnen, was heisst das? 3 Bohnen? 3 Punkte. 3 Punkte. Die sind entscheidend am Schluss. Immer ein Fuss dazwischen. Ja gut, ist gelaufen. Jetzt haben wir das letzte Eckball. Weg. Kilby. Ja, kann ich noch wollen sagen. Raus. Gut. Ja gut, erstes Spiel. Sturren. Nochmal fairs Shake Hands. Jetzt muss man natürlich nochmal Pressekonferenz halten nach diesem Spiel. Wir fangen zuerst an mit dem Sieger, Petar Pusic. Erstes Match gesehen. Ja, natürlich am Anfang in den Rückstand gekommen. Aber ich habe vertraut in die Mannschaft, in die Qualität von dieser Mannschaft. Ich habe gewusst, dass ich das Spiel noch hören wird, natürlich. Okay, musst jetzt geröstet werden, oder wie sieht es aus? Nein, es gibt ja noch ein zweites Spiel. Probiere das Beste rauszuholen. Was ist jetzt falsch gelaufen in dem ersten Match? Ja, vielleicht war der rasche Frühlingstreffen nicht so gut für mich und für die Mannschaft. Ein bisschen nachgelassen. Und ja, nachher nicht mehr richtiges Spiel gefunden. Mehr gibt es nicht zu sagen. Gut, aber wir können sagen, wir haben einen Gewinner. Und zwar ist das der Matteo Di Pietro. Herzliche Gratulation, du gewinnst einmal 2 Tickets für das Derby. Und ja, auf den richtigen Sieger tippt. Der Petar Pusic. Mir tut es leid für die anderen, die mich getippt haben. Aber ja, vielleicht können wir da noch etwas rausholen. Petar hat alles richtig gemacht, was er auf dich getippt hat. Ja, ich kenne ihn. Okay. Ich kenne ihn zufälligerweise. Ein Kollege von dir? Ja, und ich spiele sehr oft gegen ihn, also online. Und er weiß, wie stark ich in FIFA bin. Oh, lalala. Wirklich, also wir spielen jetzt schon seit 3 Jahren konstant und er ist noch dran, mich mal zu schlagen. Okay. Und deswegen hat er sicher auch auf mich getippt.
Also gut, also du kannst sagen, er hat zwar dich nicht können bezwingen, aber dafür immerhin einmal zwei Tickets fürs Derby, das, genau, ist, das ist doch schon mal etwas. Genau. Sehr gut, dann würde ich sagen, macht euch doch bereit für den zweiten Match, für euch vor dem Bildschirm, auch ganz wichtig, ihr könnt die nächsten Tickets gewinnen, einmal zwei Tickets für das Derby vom Sonntag, macht es gleich wie der Matteo, tippt auf der Petar Busic, der den ersten Match gewonnen hat für GC, oder auf den Kevin Rüegg vom FCZ, der jetzt sicher Revanche nehmen will. Bis zur ersten Halbzeit könnt ihr tippen. Unter all denen, die richtig tippen, verlosen wir dann einmal die zwei Tickets, wählen jemanden aus. Ja, Kevin, jetzt eben spielen wir mal Modus ohne Regeln. Ja. Erhoffst du da jetzt ein bisschen mehr? Ja, sicher ist jetzt auch ein bisschen der Druck bei mir da. Aber ja, ich hoffe schon, dass ich den Sieg nach Hause fahren kann. Beto, du würdest gerne den zweiten Sieg einfahren? Ja, ich will das natürlich bestätigen. Natürlich ist es jetzt auch ohne Regel, also das heisst, man kann ja auch faulen, es gibt keine Fouls, keine Abseits, nichts. Also ist nicht unbedingt realistischer Fußball, aber es wird sicher lustiger. Ja. Und schlussendlich eben, zählt einfach der Sieg. Modus, den ihr auch schon gespielt habt? Ich jetzt erst einmal, habe ich es gestern schnell ausprobiert, dass ich ein bisschen vorbereitet bin für heute. Aber nein, es sollte eigentlich schon normal zulaufen. Habt ihr sonst noch andere Vorbereitungen vorgenommen für das Duell? Da habt ihr im Voraus noch gegeneinander gespielt? Oder, Nein, jetzt nicht auf den Bezug, also nicht auf heute bezogen. Du, Peter? Nein, leider nicht. Also jetzt habe ich mich jetzt nicht gross vorbereitet. Weil ich den Kevin auch schon kenne in FIFA und ja, ich habe gewusst, es wird eng, aber ich habe nicht geglaubt. Ja, es hätte auf beiden Seiten kippen können, aber... Jetzt bei den Einstellungen, gibt es irgendeine Veränderung zum ersten Spiel? Bei mir eigentlich nicht gross, nein. Ich würde es mir aber überlegen. Ja, ich bin jetzt da wirklich am überlegen. Muss mir schnell Zeit lassen. Okay. Bei dir, Peter, machst du nochmal alles genau gleich? Ich mache nochmal alles genau gleich. Ja. Man sagt ja, never change a winning team. Also. So ist es, ja. Du versuchst jetzt da nochmal gewisse Finesse. Genau. Für mein Konterspiel probiere ich da ein bisschen höher zu stehen. Aber schnell warten. Und eben für all die, die zuschauen und nebst dem Gewinnspiel noch sonst Fragen haben an die beiden Herren auf dem Sofa, stellt die Fragen einfach in den Kommentarspalten rein, dann tue ich die weiterleiten an die beiden rund ums Thema Fußball, Gamen, was auch immer. Fragt einfach, was ihr von diesen beiden wissen wollt. Und eben bis zur ersten Halbzeit vom Spiel tippt auf den Petar Busic oder den Kevin Rüegg und dann könnt ihr einmal zwei Tickets fürs Derby vom Sonntag gewinnen. Hauen die Tasten rein und unter all denen, die richtig getippt haben, du musst ein einstellen, das bevor du anfängst. Du musst schauen. So. Also, gut, dann kann es losgehen. Wieder fair, shake hands. Wir haben da in der Zwischenzeit noch mal eine Frage bekommen von einem Zuschauer, und zwar von Thierry Schwöbel. Was haltet ihr vom Thema E-Sport? Ja, es ist sicher in den letzten Jahren mehr Aufmerksamkeit bekommen. Das war früher noch nicht so bekannt gewesen, auch in den Medien. Jetzt sieht man das auch schon ein paar Vereine in der Schweiz so E-Sportler aufgenommen haben. Und allem an sich finde ich es eine gute Sache. Ist eigentlich noch relativ schön, wenn man es so gut kann, dass man sich das zum Job auch machen könnte. Wäre das noch Karriere für dich gewesen, wenn es nicht mit Fußball geklappt hätte, oder? Ja, eher weniger. Früher habe ich nicht so viel gamen daheim. Von dem her, ich bin eher draußen gewesen. Okay. Du bist einer, der auf seine Freizeit draussen verbracht hat. Ja, okay. Sieht das bei dir aus, Peter? Ja, ich denke schon, dass das eine Zukunft haben wird. Also,
Eben, wenn man die Entwicklung ein bisschen anschaut, dann ist schon versprechend für die Zukunft. Wäre das auch etwas für dich, wenn du nicht Fußballer geworden wärst? Ja, ich denke schon. Und eben, es hat noch das Leben nach der Karriere, mal schauen dann. Okay. Gut, im ersten Spiel hast du ja bewiesen, dass du es könntest. Willst du ihm das zutrauen, dass sich da mit den Besten misst? Ja, wir haben auch schon ein Online-Turnier mitgemacht. Oder ein FIFA-Turnier. Und jetzt sind wir Mama Pusic! Nein, Mann, was machst du? Zufälligerweise begegnet. Und an dem Turnier hat es nicht so gut ausgesehen, leider für ihn. Dann, es gibt noch andere, viele andere, die gut spielen können. Ja. Peter, was willst du denn machen, wenn du jetzt vom FCC beispielsweise einen Vertrag für E-Sports wirst bekommen? Vom FCZ? Ja. Da würde ich natürlich gar nie hingehen. weil ich von klein an eben bei GC bin und das ist das bleibt so. Umgekehrt? Ja, die gleiche Antwort. Einfach gesagt. Nein, oh. Mann, nein. Gut, also jetzt im Gegensatz zum ersten Spiel kein früher Treffer. Es steht noch 0-0. Zwischen dem FCZ und GC. Hey Mann, scher den mal ab, Mann. Jetzt gibt es ein Goal. Oi! Jetzt rede ich nicht so viel wie vorher. Einfach spielen. Ganz ruhig. Keine Reaktion. Ja. Nicht. Ich habe daraus gelernt von vorher. Von mir hat das gelernt. Ist das, wenn du daheim spielst, läuft das auch so ruhig ab, oder? Ja, es kommt darauf an, wie ich gerade in Form bin. Wenn ich ein Spiel verloren habe, dann wird es schon relativ laut. Also da fliegt dann mal ein Controller, oder wie? Ja, schon ein paar kaputte Controller gehabt, neu müssen kaufen, aber ja, das ist glaube ich normal, ist beim Peter nicht anders, denke ich. Peter? Einen Controller habe ich noch nie kaputt gemacht, aber schon ein bisschen hässig geworden, ja, das ist normal. Vor allem bei FIFA, ich meine, es gibt ja vielmal Situationen, die man nicht beeinflussen kann, wo zum Beispiel Goalie-Fehler oder so Sachen. Und dann wird man schon ab und zu hässig, wenn es gegen einen passiert. Nein! Oh, Jeff. Ja, da kommt eine Frage für dich, Peter, rein. Ja. Vom Mergim Bayrami. Okay. Und zwar, welche Schlagzeilen würdest du dir gerne im Jahr 2025 über dich wünschen? Welche was? Welche Schlagzeilen würdest du gerne in der Zeitung von dir lesen im Jahr 2025? 2025? Nein. Da ist das gerade 2-0 gefallen. Toni! Nein. Welche Schlagzeilen? Schweizer schießt ein Tor im El Clasico. Für Barcelona. Toni, 2 Goals. Das wäre ein Schlagzeile, das du gerne gesehen hättest. Ja, genau. Bei dir, Kevin? Wann? Sorry, ich habe mich nicht konzentriert auf die Frage. Im Jahr 2025, welche Schlagzeile würdest du gerne in der Zeitung von dir lesen? Ja, dass ich auch mit der Schweiz vielleicht die WM gewinnen kann. Mhm. Das wäre ein riesiger Traum von mir, mal können dort mitmachen und vor allem mit der WM mit 2025. 2025, ja, leider kein WM, aber vom letzten Jahr. DM dann. Aber auf alle Fälle anziehen, ein Traum von dir. Ja, sicher. Peter, wie sieht es bei dir aus? Ja, wenn man in einem Klassiker spielt als Schweizer, dann ist es eigentlich automatisch so, dass man in der Anazi ist. Mhm. Von dem her bleibe ich bei meinen Schlagzielen. Jetzt nochmal der Aufruf für alle Zuschauer daheim. Jetzt läuft die 36. Minute. Bis zur 45. könnt ihr noch tippen, wer da als Sieger vom Feld geht. Peter Pusic oder Kevin Rüegg. Schreibt einen von diesen beiden Namen in die Kommentarspalte rein. Und unter all denen, die richtig getippt haben, verlosen wir dann zwei Tickets für das Derby am Sonntag. Ja. Das ist ein 2-1. Ist das am Gewinnen, oder was? Das ist ein 2-1. Ah, ja, easy, das Spiel geht lang. Geht ganz ruhig, easy. Mann. Der Jeff wieder. Wie wir es kennen, oder?
Anschlusstreffer zum richtigen Zeitpunkt. Ja, auf jeden Fall. Ist nicht im Abseits gestanden. Meine Vorahnung. Und für all die, die erst jetzt eingeschaltet haben, das FIFA 19 Duell jetzt ohne Regeln. Also kein Offside, kein Foul, keine Karte. Alles ist erlaubt. Aber bis jetzt ist eigentlich noch nicht wahnsinnig viel zum Zug gekommen, oder? Nein, relativ wenig, aber. Ja, ich habe jetzt ein Goal aus dem Abseits geschossen. Ich ganz klar. Drei Goals gegeben. Aber jetzt. Das Foul oder so ist jetzt nicht gekommen. Noch keine üble Grätsche ausgepackt. Ja. Es sind immer noch. Ja, jetzt. Natürlich bei meinem Spieler. Gewohnheiten. Ja, ah, super Einwurf, Fairplay. Ja. Oh mein Gott. Zwei Spielminuten, jetzt auch klar, so Offside, kannst profitieren. Lupfer. Ui. So nicht einfach. Es könnte noch wehtun, hä? Ja. Nein. Okay. Der fünfte Schiri zur Pause. Jetzt aber Führung für dich, Kevin. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Ja, aber ich bin mir da noch nicht so sicher. Ich bin noch nicht zufrieden mit dem Spiel. Da muss ich noch ein bisschen. Anpassungen vornehmen, oder was? Also allerletzte Chance für all die, die jetzt noch zuschauen, bevor es in die zweite Halbzeit reingeht, schreiben Namen in die Kommentarspalte rein, Petar Pusic oder Kevin Rüegg, wer gönnt das Duell ohne Regeln? Jetzt noch schnell reinschreiben, letzte Chance, um einmal zwei Tickets fürs Derby zu gewinnen. Gut, sind ihr ready für die zweite Halbzeit? Ja. Sicher, ja. Dann würde ich sagen, kann es weitergehen. Petar, deine Taktik jetzt, um da den Rückstand wegzumachen? Weitermachen. Okay. Weitermachen, gleiche Spielphilosophie wie immer und dann hole ich das auf. Ja, super geklärt. Was für eine Annahme. Blind. Also die passen tödlich. Weitere Frage, die wir bekommen haben. Das ist der Messi, ja. Vom Danilo del Toro. Zu einer Frage an beide. Denkt ihr, dass ihr beim ersten Derby im neuen Hartturm auf dem Platz werdet stehen? Also Hartturm, wie es dann heissen wird, das ist ja noch nicht klar. Aber ziemlich sicher nicht Hartturm. Auf jeden Fall dort, wo dann das neue Stadion stehen wird. Was ist eure Prognose? Ja, das Ziel ist ja, von eigentlich jedem jungen Spieler machen, im Ausland spielen. Und ich würde es mir eigentlich wünschen, dass sie dann im anderen Stadion können auflaufen können. Aber es wäre natürlich auch schön da. Das Leben kann man nicht planen im Fußball. Man weiß nie, was passiert. Wie es Kevin gesagt hat, vielleicht sind wir dann beide im Ausland, vielleicht sind wir beide noch da, wo wir jetzt sind. Und von dem her, natürlich wäre es auch schön. Aber Fußball geht so schnell, kann so viel passieren. Aber wenn natürlich 2025 im Klassiko auf dem Platz steht, dann wäre es. Ja, dann hoffe ich, dass das nicht passieren wird. Aber vielleicht dann nicht im ersten Derby, aber zum Abschluss von der Karriere vielleicht. Weiß man auch nicht. Super Pass. Wenigstens einer, der seine Arbeit dort hinein macht. Nur noch ein Grätsche. Ja. Oh la la. Ja, ich muss schnell wechseln. Nochmal einen Wechsel. Ja, würde ich auch, Mann. Ja, heute Abend, Kevin, Europa League steht auf dem Plan für deine Match, für deine Spielerkollegen. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Wirst du dich nachher noch auf den Weg machen an das Spiel? Ja, ich würde. Ich mache direkt eigentlich richtig Stadion machen. So auf den Weg machen. Aber ich habe eigentlich noch Zeit, vielleicht gehe ich noch schnell heim. Dann gehe ich mit meinem Vater das Spiel anschauen. Ich muss noch schauen. Aber das ist jetzt.
Hey, Mann, ich dreh durch. Ich spür's. Sie kommt jetzt. Dass da noch etwas passieren könnte. Ja. Nein! Super. Ja, Mann. Super. Bitte nicht. Aber nein, eben die Europa League-Kampagne, die der FCZ bis jetzt gehabt hat, das ist wirklich sehr stark. Ja, sicher. Wir sind zufrieden, aber wir wollen jetzt die letzten zwei Spiele noch so viel möglich, so viele Punkte wie möglich einholen. Und ja, hoffen das Beste. Komm! Wir haben eine weitere Frage von Fabio Quintoles Costa. Und zwar, was war eure höchste FIFA-Niederlage? Wie hoch ist die ausgefallen? Ich habe jetzt gerade einen Kollegen erwähnen, der gestern gespielt hat. Und er hat 8-1 gegen ihn verloren. Du hast 8-1 gegen ihn verloren? Ja, ich sehe jetzt gerade zugegeben, ja. Und ich denke, ich kann mich nicht an eine schlimmere Niederlage oder eine höhere Niederlage erinnern. Da war der Controller mal schnell weg, gewesen, oder? Nein, gestern nicht. Ich habe schon genug verloren, Controller. Vielleicht ein bisschen erwachsener geworden und ein bisschen ruhiger, was das anbelangt. Peter, du hast schon mal 8-1 auf die Kappe bekommen? 8-1 jetzt nicht, das ist schon ein bisschen extrem. Aber sicher auch schon höch verloren. Eben, bei FIFA kann man vieles gar nicht entscheiden. Und dann gibt es einfach Spiele, wo einfach jeder Schuss reingeht und von einem selber geht einfach gar nicht rein. Von dem her sicher schon mal 5-6-0 verloren. Aber ich wüsste nicht mehr wann. Okay. Sicher schon ein bisschen länger. Das ist nicht ehrlich. Aber wie, also hast du verloren gegen einen im Online oder gegen einen Kollegen, oder? Ey, Schiri, Mann! Ja, nein. Ja, ist Regeln. Keine Regeln. Ah, stimmt. Nein. Schon vergessen. Schiri. Ey. Super. Komm jetzt. Nein, das ist zu weit. Das sind die 84 Minuten, die läuft. Kevin, ja. Bringst du die 3 Punkte heim? Ich denke es schon. Ich muss jetzt einfach noch aufpassen, dass der Angriff nicht. Ja, gut. Oh. Ja, ich denke es schon. Jetzt. Ich muss einfach ruhig bleiben. Und keine groben Fehler machen, wie vorher. Ei, was ist das? Nein, schau das. Juiui. Nein, Suki. Das ist aber genau wieder das. Suki. Jetzt wird es aber eng, Peter, dass du da noch kannst kehren kannst. Ja, das ist ja so. Aber du hast die Hoffnung noch. Aber ich bin natürlich mit dem Torverhältnis noch vorne. Ja, wenn man also auf das schaut, dann schon, ja. Aber wie du vorher gesagt hast. Aber das Spiel geht dann 90 Minuten. Ja, darum würde ich noch ein bisschen ruhig sein. Ach, ich will ein Spiel. 2 Minuten werden noch nachgespielt. Jetzt müsste wirklich der letzte Angriff kommen. Peter. Was ist. Aber was. Weg mit dem Ball! Ja, geklärt. Nochmal fest, Shake Hands zwischen den beiden. Ja, gut. Das war wichtig. Einmal schon Peter, einer und Kevin. Und jetzt. Ja, es ist besser gelaufen jetzt. Ja, ich denke, es war sicher ein Vorteil gewesen, dass ich auf Offside spielen konnte. 2 Goals, glaube ich, so gemacht. Und ja, es war sicher jetzt ein Vorteil gewesen in diesem Spiel. Aber die Hand kannst du ihm ja immer noch geben. Also kannst du ihm, magst du ihm gönnen? Ja, auf jeden Fall. Für die Moral. Sicher. Jetzt an, nur mit der Verletzung. Dass er nicht überall verliert im Moment, oder? Okay. Ja, wir haben den zweiten Gewinner, und zwar ist das der Claudio Thalmann. Auch er gewinnt 2 Tickets für Servi, auch ein Kollege von dir. Ja, wie vorhin mit Peter, ist ein ehemaliger FCZ-Spieler. Er war bei den Junioren bei uns. Und ja, finde ich natürlich gut, dass er dann an mich glaubt und so verdient die Tickets bekommt. Sehr gut. Ja, jetzt bleibt eigentlich noch die Frage für vom Wochenende. Was bedeutet jetzt da? Das fürs Wochenende war ja eigentlich ausgeglichen. Ja, ich hoffe jetzt
schwer, dass wir am Wochenende punkten können. Das ist viel wichtiger für uns als jetzt da die zwei Spiele. Und das wird sicher ein enormer, spannender Match für die Zuschauer. Und ja, es wird sicher ein normales Derby, kämpferisch und ja, wirklich attraktiv für die Zuschauer. Peter? Was bedeutet jetzt der heutige Tag für das Derby? Ja, ich hoffe, dass es so wird wie da im ersten Spiel. Natürlich ist das nicht ausschlaggebend, aber sonst ein Derby ist ein Derby. Und in einem Derby wird man immer gewinnen, auch wenn es nicht um die Punkte geht, wie auch wenn es ein Freundschaftsspiel wäre. Das wird man einfach gewinnen. Und ja, hoffentlich wird es viele Zuschauer haben, was natürlich wichtig ist. Und Kurven sind sicher auch parat, um laute Stimmung zu machen. Und ja, ich hoffe, ich kann meinem Team helfen und am Schluss, dass wir zusammen gewinnen können und unsere Siegesserie weiterhin machen. Gut, dann danke ich euch beiden herzlich, dass ihr hier da vorbeigekommen seid, zumal ein bisschen andere Interview. Ja. Schön, sind ihr da gewesen. Danke vielmals für die Einladung. Und euch daheim, danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spass gemacht. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Abend und bis zum nächsten Mal.